Patrick, am Samstag in Karlsruhe lief es nicht so gut, nicht wie geplant. Was macht ihr, was machst du als, als Torwart, um dann möglichst schnell den Kopf frei zu bekommen nach so einer Partie? Ja, Kopf frei kriegen ist nach so einem Partien immer schwierig. Wir haben uns jetzt am Sonntag nochmal getroffen, haben das Spiel analysiert und ja, danach ist so ein freier Tag oder teilweise auch zwei freie Tage sind immer ganz wichtig, weil man ja, da erstmal so richtig abschalten kann, das Ganze mal Revue passieren lassen kann, dann nochmal die Gedanken weg vom Fußball lenken kann und das hilft dann, um sich neu zu fokussieren. In der letzten Partie gegen den FCN konntest du einen Elfmeter halten. Wie bereitest du dich vor den Spielen auf mögliche Elfmetersituationen vor? Ja, also es ist einfach so, dass wir vor dem Spiel immer Videos zur Verfügung gestellt bekommen, wo Standardschützen, Freistoßschützen, Elfmeterschützen einfach gezeigt werden. Und dann versuche ich mir gerade bei Elfmeterschützen ja, so ein paar Sachen eben einzuprägen, vielleicht auch so ein paar Sachen dann zu erkennen, wo er vielleicht gerne hinschießt und wie er sich vielleicht auch bewegt beim Anlauf und sowas. Und ja, ein Stück weit ist und bleibt es einfach Intuition und das eigene Gefühl im Spiel, wo er hinschießen könnte. Auf was wird es für euch und für dich gegen den ersten FC Nürnberg ankommen? Ja, dass wir eine bessere Leistung zeigen als jetzt am Samstag in Karlsruhe und dass wir den, ja, die Energie, die wir die letzten Heimspiele jetzt gegen Bielefeld und Düsseldorf hatten, dass wir die wieder aufnehmen können. Ja, und dass wir das Spiel ja dann erfolgreich gestalten. Du hast eben die Energie angesprochen. Welche Auswirkungen hat der Hartwald, hat das Publikum auf eure Leistung? Was macht es mit euch? Ja, es ist einfach ein zusätzlicher Push nochmal von außen. Generell das ganze Stadion hier zusammen mit den Fans, unser Stadion eben, ja, ist eine besondere Atmosphäre und ja, es ist gut für uns, dass wir jetzt die ersten beiden Heimspiele schon mal erfolgreich gestalten konnten, dass wir beide gewinnen konnten. So soll es weitergehen und ja, so werden wir am kommenden Samstag auch auftreten.